Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metin 2. Sorry, dass es jetzt 3 Tage lang keine Metin-Videos gegeben hat. Ich bin nicht dazu gekommen aufzunehmen durch die Arbeit. Aber jetzt werden wir weitermachen oder jetzt werden wir wieder loslegen. So. Achso, ich habe keinen Doppeldrop mehr. Kann ich mir das holen? Bitte. Nein, kann ich nicht. Muss ich dann noch holen. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu den Weißen Eids. Oh, ah ne, halt. Da ist ein Mädchen in der Schlacht, den nehmen wir. Zack, zack. Ich könnte jetzt auch runter zur Levelwiese gehen, aber da habe ich den noch nicht das Equipment für. Haben wir noch violette Tränke? Ne, grüne Tränke brauche ich. Ne, habe ich leider nicht. Kann ich mal hier rüber? Reiterlaubnis. Den nehmen wir mal mit, das geht ja ganz schnell auf dem Mount. 2 Tage, 21 Stunden noch, was sieht ihr? Das seht ihr mal. Ich habe ja seitdem auch nicht mehr gespielt, weil ich die Zeit dazu nicht mehr hatte. Aber jetzt habe ich 2 Tage frei. Heute und morgen. Also 24. 25. 1. Deswegen. Schade. Nichts. Egal. Nichts Gescheites. Egal. So. So, jetzt machen wir hier vom Autojagd. Aber erstmal mal vom Mount noch runter. K für Autojagd, angreifen, Fokus. Speichern, yep. Dass wir jetzt Level 22 werden, schnell. Dauert zwar ein bisschen, aber dürfte ja kein Problem sein. Kohle. Hab ich genug? Eigentlich nicht, ne? Dessen rüber. Das noch über da. Na komm, geh dahin. Halt. Mit F3, sondern 3. So. Jetzt müssen wir uns erstmal auf Level 21 machen. Ich habe ja zum Glück den Drang drin, ne? Für 100% mehr Erfahrung. Aber, einen Moment, ich glaube, ich bin auf der ersten Map doch ein bisschen besser aufgehoben. Weil da gibt es die Kommandanten und Generäle, die nochmal mehr geben und die, wie heißen sie, die. Ach, Minion und sowas. Minion, Enion und
wie der Ding da noch alles heißt. MP. Ist das Armband? Ja. TP. Kampfrausch, Aura des Schwertes und drauf geht's. Ey, drauf geht's, habe ich gesagt. Zack, 6000 Erfahrungspunkte ist gut. Putz. Das mache ich jetzt lieber nicht mit Autojagd, weil man weiß nie, was hier noch kommen kann. Ah, ups. Wieder F3 gedrückt. Obwohl ich... Zack. Das geht. Oh, Minion. Ach, komm. Scheiße. Ja, das war mein Fehler. Okay. Ich habe darauf nicht geachtet, dass da eine Minion dabei ist. Zack. 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 Ja, komm her. Na komm. Zack. Das hat gute Erfahrungspunkte gebracht, 10.000. Ich muss aber dann eh in die Stadt, also dann ist es ja egal. Das hat auch nochmal, das hat noch 8000 Punkte gebracht. Okay. Wie brauche ich noch? 98.000. 91.000. Zack. Ist immer gut. Zack. Ein bisschen weit da oben. Ah, da ist nochmal eine Enyong. Genau, die nehme ich mir. Okay. Aber es hat gute Erfahrung gegeben. 76.000 Erfahrungspunkte brauche ich noch. Zack.
Ah, Mutlose. Bringt zwar weniger Erfahrungspunkte, aber. Wow, jetzt wieder 88. Ich war bei 76, jetzt nur bei 88, weil ich gestorben bin. Das war eine richtige Enyong. Zack. Come on. Hundert Erfahrung, das ist nix. Zack. Fünfundachtzig Tränke noch, das ist nicht viel. Schaffe ich das noch dieser Folge? Ich glaube ja. Mutlos? Mutlos! Gut, 8100 Erfahrungspunkte. Jetzt hier. Erfahrungspunkte, 26.000. Sehr schön. Oh, das Sejang. Aber dann machen wir erstmal das da. Putz. So, du 21.000 und du gibst 10.000. Zack, noch 11.000 Erfahrungs. Hey, der gibt doch genügend, oder? 8.000, noch 3.000. Gibt dir so viel? Na, ich glaube nicht. Ah, fast. Fast. Weiter geht's. Zack, ab in die Stadt. 699.000 brauche ich jetzt wieder für Level 22. Dann machen wir mal Vlop. Geben dem ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir dich da auch noch mit. Zack. Ach, komm on. Zack. Zack, zack, zack. Das hat funktioniert. Sehr gut. Das muss doch eigentlich meine Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Ja, aber nicht viel. 5%, 4%. Nicht viel. Das ist sehr gut. Laufen wir dann Richtung Stadt. Noch. Und dann am Stadttor machen wir Pause. Dann ist, am Stadttor ist die Folge dann auch vorbei.
Nee, nix. Wahrscheinlich jetzt das Enyong-Ding. Jagdauftrag 22. Feigerweise Eidkommandant. Der kranke Bruder, der Wächter des Dorfes. Ja, okay. So, Leute, damit würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und es heißt Let's Play Metin 2.